Yeah, Freunde, hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play. Alter, mega Lord of More. Let's Play Super Mario 3D World. Ich sehe gerade das Video gerade nicht. Da ist es. So, und einmal Vollbild. So, ich habe das nämlich schon aufgenommen, deswegen. Was muss ich machen? Da. Ah, ne, die. Ah, okay. Ja, ich habe das nämlich gerade ein bisschen anders. Ich habe das Ganze nämlich gerade so laufen, dass die. Warum mache ich das eigentlich? Ich kann auch hier einfach den Ton ausmachen. Egal. Mache ich jetzt so. Ja, wer die Videos davor geguckt hat, ich werde da mehrere Videos ausmachen. Da habe ich gerade ein bisschen auf. Alter. Das war. Das, ach ja, das war super. Da habe ich richtig geruhlt. Da war ich schon ein bisschen. Ja, ich sag mal. Gereizt. Ich hatte auch kurz davor. Ja, genau. Kurz davor hatte ich, das sah vielleicht aus, als hätte ich da gestoppt und irgendwie neu angefangen, bla, weil auch die Dings, das ist aber relativ ungeschnitten, ich habe nur vergessen, wieder auf Play zu drücken, auf Aufnahme zu drücken, deswegen hat sich das, sieht das ein bisschen unzusammenhängend aus, sag ich mal. Ja, ich habe da die, sozusagen die, wie heißt es, die. Nee, was wollte ich sagen? Meine Taktik geändert, genau. Ich habe die Taktik dahin geändert, dass ich mir Katzen hole und damit halt, ja, soweit es geht, kommen möchte. Ich kann so viel sagen, es ist sozusagen der perfekteste Run, den ich mir sozusagen vorstellen könnte. Werde ich dann noch erzählen, warum und wieso, weshalb. Ich wollte eigentlich noch vorher noch was gucken. Mache ich mal eben im Hintergrund. Oder nebenbei. So. Und zwar wollte ich gucken, wie viele Leben wir plus minus, also wie die Differenz so jetzt ist. Muss ich mal eben schauen. Wo ist denn das? Ach ja, ich wollte übrigens gucken, oder gucke gerade, inwiefern ich, oder ob das Ding wieder da ist. Und es ist da. Aber ich gehe nicht mit ihr rein, weil sie ist mir zu langsam. Deswegen gehe ich nochmal raus und rein und bla und überhaupt. Naja, genau. Ungefähr. Ich bin gerade voll. Ich glaube, noch da. Und. Genau, laggt's gerade. Super Beschleunigung. Ich glaube, das da müsste es sein. So, aber Media Center im Vordergrund. So, okay, ja, ja, komm. Dürfte eigentlich. Das ist aber sehr gezoomt, finde ich. Geht sogar, ne, ist richtig. So, ja, ich sag grad nichts zum Video. Ist vielleicht ein bisschen seltsam, aber. Ist, Also, als wir angefangen haben, haben wir 154 Leben gehabt. So. 154. Merkt euch das. Wir sind gerade bei 84, das heißt, bislang haben wir, also eben hatten wir 84, jetzt nicht mehr, jetzt haben wir ein bisschen mehr. ja. Natürlich kann man das alles nicht exakt sagen, man kann. Ich werde mir das jetzt nicht antun und zählen, wie oft ich verreckt bin. Das will ich nicht. Nein, das ist mir zu blöd. Wer Bock drauf hat, kann es gern machen. Warum sollte man es aber tun? Ja. Bla bla bla. Gut. Naja. So. Hier wollte ich eigentlich wieder die schöne Glocke, was kriege ich, die komische Dings. Ja, mit der konnte ich gar nichts anfangen. Der ist total verkackt. Da habe ich mir schon gedacht, hä, wieso kriege ich eigentlich nur 200? So. Wobei das ist. Nee, stimmt, das ist richtig, ne? 200? Man kriegt für 2 Jahrhundert, glaube ich. Ja, genau. Nee, dann ist meine. Hat sich die Frage auch gerade erledigt. Gut. Ich weiß nicht, wie viele Leben wir gerade bekommen haben in dem. Ding. Ein paar. Nicht unbedingt sehr viele, aber ein paar. Und wir gehen wieder zurück in mein Lieblingslevel hinein. Yay, wieder ist sie. Ich hatte auch zwischendurch, hat man in der vorletzten Folge dann gesehen,
Ich werde das hier als einzelne Folge machen und die anderen zwei in zwei Folgen. Ja, da habe ich total verkackt. Der war jetzt irgendwie sehr strange. Da habe ich auch mal eine Zeit lang versucht, mit Luigi was zu reißen. Einfach wegen dem Sprung. Weil er hoch springen kann und alles. Deswegen wollte ich versuchen, das hinzukriegen. Aber ich bin nie wirklich weit gekommen. Das war so mein Problem. Ich glaube, das weiteste war kurz vor, oder irgendwo in der mitten im, bei diesem Tausch-Dings. Ja, das war knapp. Bei den Tauschblöcken, glaube ich. Das war das letzte. So, hier bin ich einfach reingerannt, weil, ich weiß nicht, wie ich das hinkriege. Also, wie das gut läuft da, ne? Ich bin da so auf, Rosalina spezialisiert. Und ich weiß genau, wie ihr machen, mit ihr machen muss. Ja, dass ich mir gesagt habe, nee, mit Katze wird das nichts. Ja, genau. Insofern viel kann ich dazu nicht sagen. Ist alles, wie gesagt, eigentlich ist das alles nicht wirklich schwer. Da habe ich mich eben, das habe ich eben gerade aufgenommen, sozusagen, nebenbei. Also flawless sozusagen. Oder, nee, seamless ist richtig. Egal, auf jeden Fall, war es, ist das halt, ich weiß nicht, dieser Level ist im Großen und Ganzen eigentlich nicht so schwer. Er ist einfach nur verdammt nervig, weil du einfach keine Rücksatzpunkte, keine Zwischendingspunkte und so hast. Klar ist er ein bisschen kniffliger so, aber das Schwierige dadurch, oder das Schwierigste eigentlich in dem Level ist einfach wirklich, dass du keine Speicherpunkte, keine... Man braucht nicht mal Speicherpunkte, das reicht ja eigentlich schon Power-Up irgendwo mittendrin. So. Wie ich das geschafft habe, weiß ich auch nicht. Das war, da habe ich eigentlich noch gar nicht gedrückt gehabt. Ne? Und ja, deswegen, das ist wirklich das Einzige, wenn man irgendwo einen Pilz mit einbauen würde. Pilz, nur irgendwo ein Pilz, das würde schon reichen. Oder irgendwas anderes, ne? Irgendwie zum Beispiel vor jedem Zwischenteil, zum Beispiel da. Oder nach jedem, da dachte ich jetzt, kommt nichts mehr. Nein. Vor jedem, oder nach jedem dieser, wie heißt es? Teleporter-Steine-Dings-Gedöns, weißt du? Dass man da irgendwo dann sagt, okay, da kriegst du einen Pilz oder sowas. Das wäre halt in irgendeiner Form gut. So. Hier habe ich auch eine Technik für gefunden. Das hier habe ich, da war ja ganz oft das Problem, dass ich, rausgefallen bin. Das war nicht, weil sie so hässlich geschwommen ist, sondern einfach, weil ich immer... Ich wollte nach unten. Und dann habe ich halt nach unten gedrückt. Problem ist, da ist unten, also auf dem mit dem Dings, ist unten nicht unten. So. Das habe ich dann irgendwie rausgekriegt aus mir, aber es war halt immer noch mit dem Steuerkreuz. Es ist so, das ist, dass ich hier... Nee, nicht Steuerkreuz, mit dem Steuerknüppel ist es so, dass ich... Steuerknüppel. Joystick. Ist es halt so, dass ich, ja. Dass ich... Irgendwie doch mal nach unten und dann muss ich halt mal nach oben und bla und dann habe ich mal das Gefühl, ich bin zu weit vorne, hinten, bla, vorne, wie auch immer. So, und dann, passiert es halt öfter mal auch, dass ich da rausfliege, deswegen habe ich das mit dem Steuerkreuz gemacht. So. Ja, wie ich bereits gesagt habe, das ist so einer der so ziemlich mit der perfekteste Run, den ich mir vorstellen könnte. Der Dings war halt ja perfekteste, ne, nicht perfekt so vom rein Dings, ne, das und der Verlust der Katze eben, die waren relativ unnötig. So, da bin ich nicht sofort losgelaufen, das war doof. So und also ein bisschen, war nicht doof, aber so. Und da habe ich auch schon gedacht, so. Geil! So. Da hatte ich nur noch die Befürchtung, dass man stirbt, wenn man da nicht rechtzeitig abbiegt. Glücklicherweise nicht. Nein. Deswegen, da steht. Thank. Thank you steht da. Thank. Doppeltes Ausrufezeichen. Ja, die Dinger da sollen zwei Ausrufezeichen sein. Das habe ich auch anfangs nicht gedacht. Nicht gewusst. Habe ich erst in der zweiten beim Angucken. Eben gerade habe ich ja einmal kurz reingeguckt gehabt. So. Und dann haben wir das hier. Sehr schön. Ja. Das Geilste ist natürlich,
Jetzt? Einfach so, scheiße, jetzt noch wegen der Zeit verlieren. Ne, schaffst alles wunderbar und dann kacke. Wegen der Zeit verloren. Ja, gut. So, oder man schafft es nicht ganz nach oben. Da bin ich auch extra ordentlich positioniert und Sprint, zack. Ja, gut. Ist aber auch eine, die kleine Fahne, insofern ist auch nicht so wild. So, es geht noch ungefähr 2 Minuten. Naja, also, ich kann ja schon mal sagen, das war auf jeden Fall das Let's Play von Super Mario 3D World. Ich werde die letzten Stempel nicht machen. Nein, ich werde sie wahrscheinlich nicht mehr selber machen, weil ich da überhaupt keine Lust zu habe. Ganz einfach. Da müsste ich nämlich jedes Level mit jedem Charakter einmal spielen. Das kann man auch gleich halt sehen, was man da alles... ja. Ich sag mal so, mit Rosalina wäre das jetzt kein großes Problem, weil ich da halt die letzten oder die schwierigsten 2 Level habe, wie man sieht. Aber die anderen, mit den anderen Charakteren mache ich das nicht. Das ist mir einfach zu zeitaufwendig. Und ich sag mal ganz blöd, als Let's Play sowieso nicht. Ja, deswegen nein. Also werde ich nicht machen, deswegen ist es hier beendet. Alles gezeigt, alles gemacht, so vom Ding her. Außer die letzten Dings, ne? Da sieht man es nochmal, die letzten 5 Stempel werde ich nicht machen. Ist mir zu anstrengend und ich glaube, ich werde das Spiel etwas länger nicht mehr anrühren. Ohne Scheiß. Gut, also, ich finde das Spiel eigentlich vom Ding her ganz geil. Außer jetzt die Kronenwelt, die war jetzt mega kacke. Die fand ich jetzt, also, ne, die war sehr, sehr frustrierend. Ich finde, sowas muss man nicht einbauen. Irgendwie dann so einen Zwischenpunkt machen, dass man so. Gut, dann würde ich sagen, das war's. Ich hoffe, wie immer, dass es euch gefallen hat. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, was ihr noch für Let's Plays sehen wollt. Ich verabschiede mich erstmal. Bis dahin. Tschaußen.